Moin Moin und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Diesmal geht's mit Kindern los. Da haben wir die beiden Tapferen, die den ganzen Tag gekämpft haben bei Regen, Wind, Schnee und Hagel. Beste Voraussetzung zum Angeln. Viel Spaß beim Video. Wir haben uns im Angelpark Riese getroffen, um da ein paar schöne Fische mit den Kids zu fangen. Die Väter waren natürlich auch dabei, weil ich möchte persönlich nicht die Verantwortung für die Kinder übernehmen. Deswegen habe ich gesagt, wenn mit Elternteil, ohne geht's leider nicht. Die haben sich dann links davon hingestellt, da ein bisschen gefischt, so dass die Kids die ersten paar Minuten auf jeden Fall mit mir alleine fischen konnten. Das heißt, ich muss ja zwei ausfüllen für jeden einen, ne? Richtig, genau. Die Frage ist, guck mal nach, ob es da eine Kinderkarte gibt für ihn. Juniorkarte steht da drauf, oder? Ja, das ist der Junior-Teich. Ach so. Das ist der da. Der da. Das ist der Teich da. Ja, okay. Ja. Sonst war ja bloß immer alles das gleiche, oder was meinst du? Bitte? Sonst war ja nur immer die gleiche Art von Karte da. Den nimmt 10 kleine Karte, 10. Also ein Teich 1, 2, 3. Genau, den nehme ich ihn. Richtig, genau. Dann dürft ihr den angeln, den da drüben und den ersten im Endeffekt. Mhm. Und besetzt wird in allen Teichen. Also daher. Pass mal auf mit deiner Spitze, Klasse. Sonst bricht die leer. Mhm. Mach mal unten auf. Warte. Den lösen wir mal kurz hier. So. Jetzt kannst du wieder zumachen. Oder ich halt fest, kannst du auch. Können wir auch so rum machen. Hallo erstmal. Wollt ihr schon mal zusammen los oder auch? Auch noch nicht. Ja. Gucken wir, dass die Ringe übereinander genau sind. So, stecken wir es richtig zusammen, mach mal. Gut. Oh, danke. Das hätte Ärger zu Hause gegeben, wenn ich den Lappen verloren hätte. Oh, oh, oh. Ich habe mir das am Anfang dann angeguckt, wie die beiden im Endeffekt fischen und habe mir dann gedacht, okay, sitzt du da und da an, das könnte dann passen und sagen wir so, es hat funktioniert. Da hat er jetzt jeweils für alle drei Teiche, ne? Da hat er jetzt jeweils für alle drei Teiche die Kammern drin, ja. Und dann fährt er jetzt einmal kurz an jeden Teich für die Kleinen und setzt die Kleinen einmal rein. Ne? Hat er jetzt hier eben schon was reingesetzt? Ja, ja. Achso, ich habe dann gesagt, okay, schnappst du schnell deine Gummibox, um die Farbe möglichst schnell herauszufinden, worauf die Kids auf jeden Fall Erfolg haben. Das Ganze hat bei mir leider zu lange gedauert. Die Kids hatten vorher Erfolg. Ich komme, warte, ich helfe dir. Kannst du machen sonst. Dann kann ich das aufnehmen. Petri! Und gleich ein schöner Saibling. Und diese Aktion kann sich der ein oder andere Erwachsene vielleicht mal eine Scheibe abschneiden und sich überlegen, ob man vielleicht nicht seinem Nachbar vielleicht mehr hilft, wenn er eine große dran hat. Auf jeden Fall, der Lütter hat den halben See zusammengeschrien. Das war richtig lustig. Man sieht richtig schön die natürliche Freude. Er hat einen richtig schönen, coolen Saibling gefangen und hier ist das Foto dazu. Mit dem Lütten hatten wir an dem Tag richtig viel Spaß. Der hatte den Vater echt wirklich von A nach B gescheucht. Fisch gefangen. Los, komm Papa, wir müssen weitergehen. Wir müssen den nächsten Fisch fangen. Seht zu. Bitte?
ganz langsam, ne? Erst dann. Petri, Dank. Hm? Orange. Spun. Bin dann da stehen geblieben mit dem gleichen Spoon, habe das weiterhin da versucht, jetzt wo ich meine Sachen stehen hatte, in der Mitte ungefähr des Sees, und habe dann einfach in die Mitte reingeworfen und mal gucken, was passiert. Bitte? Ach. Hier drüben auf der Stirnseite ist jetzt der Vater von Tommy im Drill, der sich auf einen Gummi in Orange einen Fisch gesichert hat. Bitte? Cool. Ich hatte links von mir ein paar Goldene stehen, hat gedacht, okay, wie bewirfst du sie mal, und gehst twitchend an ihr vorbei. Sie hatte auch zuerst Interesse, hat dann aber Angst bekommen und hat lieber weggeguckt. Eine lustige Szene. Ich dachte, ich kann relativ gut Gummi fischen. Wird mir aber gerade gezeigt, dass es noch viel einfacher geht. Oha. Schaut auf den kleinen Jungen. Der zeigt euch jetzt, wie man Gummi fischt bei einer Goldforelle. Fisch! Alter! Das war nicht zu hören, du. Rosa. Cool! Aber es hat nicht lange gedauert, hat er aus dem Nachbarsee gleich den nächsten Fisch rausgeholt. Den versorgen wir jetzt schnell und dann geht's weiter. Ich bin dann mal an den Nachbarsee gegangen, habe da ein paar Würfel gemacht mit dem Gummi von Troutbaits, den Snagger. Und sie mochten ihn, sagen wir es so. Schön.
Jetzt ist es gerade so schön trocken geworden, ne? So, jetzt ziehen wir den Snagger nochmal auf und versuchen das gleiche Spiel nochmal. Mal gucken, ob wir Glück haben. Und Tommy kommt jetzt mit an den anderen See. Ich erkläre ihm noch kurz was und dann fischen wir auf der anderen Seite, da hinten, wo die Bank steht, gleich zusammen. Da stehen die mittig mehr, ne? Ja. Musst immer gucken. Da vorne stehen zwei Stück schon zum Beispiel zusammen. Ja. Ja, du hast einmal die dunkle und daneben steht gleich eine helle noch. Ja. Und möglichst immer rüberwerfen, ja? Dann langsam ran. Ich habe dann nochmal wieder in den See gewechselt. Das ist das Schöne halt in Resen. Du kannst wandern, wie du lustig bist. Eine Route, Wandertasche, Kescher und gut ist. Bei den Temperaturen braucht ihr doch immer eine Kühlbox. Mehr geht eigentlich nicht. Aber hier hat mich zuerst eine goldene geärgert. Ich ziehe das Ganze jetzt für euch rein, dass ihr es einmal seht. Hier mal ein perfektes Beispiel. Die Forelle schüttelt gleich den Kopf, hat den Köder einmal im Mund. Und wenn sie dann anfängt, Schnur zu nehmen, ist der Moment gekommen, wo ihr anfangen müsst anzuschlagen. Aber ich bin noch nicht fertig mit ihr. Sie kriegt ihn jetzt gleich nochmal präsentiert und ich denke, dann hat sie genug Lust. So, der Wurf war jetzt vielleicht nicht ganz so optimal, ziehen aber trotzdem an ihr vorbei. Sie sieht ihn, kommt ein Stück hinterher, hat aber nicht wirklich Lust. Jetzt warten wir auf den Moment, wo sie sich wieder perfekt für uns im Endeffekt hinstellt. Und dann präsentieren wir ihn den einmal richtig. Das war ganz toll von mir natürlich. Super Auswurf, Weltklasse. So. Jetzt sind wir genau richtig. Sie schwimmt weiter, ahnt noch nichts. Sieht ihn dann aber jetzt gleich im Blickwinkel. Ihr seht das richtig, sie macht jetzt richtig eine Kurve zum Köder hin. Da ist sie. Und kommt jetzt langsam hinterher. Ich hole euch das auch wieder dichter. Und, ja. Das ist geil, ne? Stimmen wir hier hin. Die Kids haben dann irgendwann angefangen, sich zu verteilen auf der Anlage, sind an See 1 gegangen. Da habe ich gesagt, okay, laufst du noch mit daher? Weil ich gesagt habe, bis um 11 Uhr stehe ich euch zur Verfügung. Bin dann da hingegangen und dort haben wir dann nochmal eine gute halbe Stunde zusammengefischt, bevor ich mich dann an den Großfischteich verzogen habe, wo ich aber zu dem einen gesagt habe, da hat das definitiv eine Nummer zu groß für ihn. Aber hier seht ihr jetzt die letzten Minuten mit den Kids. Danach gehe ich an den Großfischteich und versuche da mein Glück nochmal. Aber hier kommen auch noch ein paar nette Szenen. Oh, 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 oh. Da hat sie. Und hier haben wir den Tommy im Drill. Petri!
Mal gucken, ob wir denn die letzte kleine kriegen mit dem Snagger von Trotbaits. Und, leider nichts gewesen. Aber vielleicht bekommt ihr sie ja nochmal oder sie geht hinterher. Mal ein kleiner Tipp beim Gummifischen. Konzentriert euch nicht auf die Rute, konzentriert euch auf eure Schnur. Ihr seht das 1-2 Millisekunden vorher als in der Rute. Hier zeige ich das jetzt mal in der Slow-Mo. Und das verschafft euch den Vorsprung, den ein oder anderen Fisch vielleicht doch einen Tick besser zu haken. Schneller lieber wieder. Das ist schwarz-orange, richtig. Orange steht halt irgendwie. Orange läuft. Ich habe die Kids jetzt an den See für die kleineren Fische alleine gelassen, bin an den Großfischteich gegangen und habe mir gedacht, da catchst du dir auch noch ein, zwei raus. Habe mich dort genau in den Wind gestellt, weil Wind und Welle bringt Forelle. Und mal gucken, ob es funktioniert. Hat sie gewonnen. Diese Runde. Aber ich war eh auf dem Weg zum Räuberteich. Da hinten in die Ecke drückt der Wind die ganze Zeit genau rein. Mal gucken, da muss eigentlich was stehen. Über ein kostenloses Abo oder ein Like des Videos würde ich mich natürlich sehr freuen. Oder ein Kommentar, wo ihr definitiv eine Antwort drauf bekommt. Noch was natürlich in eigener Sache unter www.fishingman-dennis.de kommt ihr zu meinem eigenen Online-Shop. Dort habe ich 90% der Köder drinne, die ich fische. Die anderen 10% bin ich dabei zu besorgen. Hoffe, dass ich sie bald drinne habe. Schaut mal gerne rein. Ich finde ihn ganz gut gemacht. Genau hier hinten in die Ecke wollte ich rein. Hier drückt der Wind echt nur rein. Hier muss eigentlich was stehen. Aber schauen wir mal. Fisch versorgt und jetzt probieren wir mal einen anderen Spoon genau in der Ecke aus.
Welchen nehmen wir denn von den schönen? Die Tropfen kommen natürlich von dem ganzen Regen, der da ist. Das war echt sehr bescheiden. Wir nehmen einen. So, Antendona, 2,5 Gramm. Das ist ganz klar. Aber ich denke, wir werden das. Was Grünes nehmen. Grün-Weiß? Ja. Könnte auch funktionieren. Natürlich gehen wir wieder da hinten in die Ecke rein und werfen den Spoon jetzt aus, lassen ihn minimal absinken und dann holen wir ganz, ganz langsam ein, weil das wissen wir von dem Tag. Sie wollten definitiv alles, nur nicht schnell geführte Köder. Mal gucken, ob wir damit jetzt auch einen schönen bekommen. Antendona, 200 Gramm. Dank, ne? Gerne, gar kein Thema. Und du machst aus deinen Fischen Geld, oder? Ja. Und damit finanzierst du dir das Angeln, oder? Dann nimm dir die 7 und kauf dir was Schönes zu angeln davon. Was? Ja. So, ich verschenke sie an hilfebedürftige Menschen. Das war's von mich. Ich bin pitschelnass bis auf die Unterhose. Nee, jetzt verabschieden wir uns noch mal kurz. Max darf sich natürlich ein Anton Spezial aussuchen. Ja, gesponsert von der Firma ASB Tackle, von den lieben Ismail. Danke dafür. Und dann haben wir doch gleich noch einen Dreh noch. So, kleiner Mann, komm mal her. Komm her. Ein Spoon darfst du dir aussuchen. Ja, ja. Dennis, ein Foto müssen wir machen. Ja, klar. Wir können auch ein Foto alle zusammen machen. Mit den Kids. Ach ja, guck mal. Oh. Dann nimm noch. Dennis, kann ich auch ziehen? Ja, klar, mach das. Okay. Siehst du, der Vater fängt auch noch Fisch. Jo, cool. Ich sag danke fürs Zuschauen. Bis nächste Woche Sonntag, 12 Uhr. Bleibt gesund, euer Fishing Man Dennis.